Ja, servus Leute und willkommen zu einem witzigen Video. Ich habe jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit meinem Verwandten und der spricht tatsächlich Spanisch. Ja, dieses Video soll zum Spiel sein Südkorea und Deutschland. Ich konnte es mir nicht anschauen komplett, aber ich habe mir dann die Szenen wichtigsten angeschaut und ich bin super froh, dass Deutschland verloren hat, auch dass Polen verloren hat und so weiter. Und ja, weil einige meiner Kumpels oder auch, sagen wir mal, Arbeitskollegen sauer auf mich sind, werde ich natürlich erklären, warum ich, obwohl ich mit Fußball eigentlich nicht viel zu tun habe, aber trotzdem muss man das nicht zu tun haben, warum ich eigentlich froh bin, dass Deutschland verloren hat. Auch Polen, weil meine polnische Mannschaft, also ich komme ja ursprünglich aus Polen, die haben es auch nicht gebracht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Jogi Löw hat eine super, super Mannschaft natürlich. Aber dennoch ist es gut, dass jetzt die deutsche Mannschaft komplett verloren hat. Warum ist das gut? Erstens, Jogi Löw ist schon ein sehr lange Trainer gewesen. Viel zu lange einfach. Im Sport ist es immer so, dass, es ist eigentlich überall so, dass man ein gewisses Team aufbaut, eine gewisse Zeit, dann der Trainer ist oder halt eben der Chef. Und dann spielt man sich ein erstmal, man baut sich auf und so. Und dann natürlich irgendwann, aber macht man die gleichen Fehler, man macht die gleichen, Strategien und so. Und das ist natürlich natürlich normal, denn das ist biologisch, das ist wissenschaftlich bewiesen worden. Es ist wissenschaftlich auf jeden Fall bewiesen worden, dass das einfach so ist. Das ist immer das Schema A und Schema F. Und darum bin ich auch froh, dass die deutsche Mannschaft verloren hat, weil jetzt dadurch können sie nachdenken. Ne? Das ist immer so, wenn du zum Beispiel, ein Beispiel jetzt, ein ganz einfaches Beispiel, wenn du zum Beispiel irgendwo jetzt einen Kunden verlierst, vom Gespräch hier und du merkst, jetzt habe ich den verloren. Dann, normalerweise ist dann die Schlussfolgerung, dass du sagst, ja, wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen, damit ich den nächsten Kunden nicht verliere. Und genauso ist es auch im Sport oder auch im Sport, im Job oder auch in anderen Bereichen, dass man immer sich verbessern möchte, um es besser zu machen. Aber hier gab es keine Möglichkeit mehr. Es gab zu viel Freiraum in dem. Es war einfach eingespielt. Es war einfach der Trainer und seine Strategien. Und man hat es ja schon gesehen, dass im ersten Spiel bei Mexiko es nicht funktioniert hat. Und man hat es auch schon gesehen, dass da viele, viele Fehler passiert sind. Das Spiel war nicht so schnell oder die Pässe waren nicht richtig. Dazu muss man auch kein Fußballprofi sein oder eine Ahnung von Fußball in der Materie haben, weil man hat ja Augen, man kann ja das sehen. Ja. Also das ist genauso, wenn ich jetzt als Verkäufer einen Kunden, der geht weg von mir, müsste ich ziemlich blöd sein, um nicht zu wissen, warum das so ist. Also gibt es halt wirklich, gibt es gewisse logische Strukturen, die es festlegen, dass man sich bessern kann, dass gewisse Sachen sein müssen. Wie auch immer natürlich, ist die Mannschaft der Deutschland ist draußen und das ist gut so. Weil eben sie sich bessern können jetzt, weil man darüber nachdenkt, was waren die Fehler. Und wenn man natürlich aufrichtig ist und das ehrlich aufarbeiten will, dann macht man das letztendlich. Und dann wird natürlich die Mannschaft wieder neu formiert. Vielleicht kommen neue Spieler dazu, nicht nur von Bayern München, sondern auch von Dortmund, von FC Nürnberg, von Hamburg, Hannover und so weiter. Die man einfach mal mischen tut und einfach mal so einen Mix macht, von allen Gruppierungen, also da und da und da, von diesem Ort, von diesem Ort und nicht nur von FC Bayern oder nur von der anderen Mannschaft, also von diesen Bundesligern, die es da gibt. Und dann vielleicht auch mit dem Trainer, wie zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, Jürgen, also mit dem Klopp. Ist richtig? Ich hoffe. Egal, verbessert mich einfach in den Kommentaren. Dazu sind die ja da. Und dann könnte man neue Strategien aufbauen. Man braucht natürlich jemanden, der jetzt neuen, frischen Wind reinbringt. Als Trainer, als Coach, als Stratege. Man braucht auch einfach neue, gewisse neue Spieler, junge Spieler. Natürlich sollten die Älteren
nicht weggehen, denn die sind wichtig, denn die haben diesen Erfahrungswert, den sie natürlich mit in der Mannschaft mitbringen. Und es heißt nicht, es ist nicht gesagt, dass wenn jetzt zum Beispiel ältere, neue, junge Spieler werden, dass die jetzt sozusagen jetzt gleich Erster werden, weil laufen können sie ja natürlich, haben mehr natürlich Energie, aber das heißt noch lange nicht, dass sie gewinnen, denn auch im Fußball gibt es gewisse Strategien, das ist nicht nur ein Ballspiel. Ja, also da muss man auch keine Ahnung von Fußball, da muss man mathematisch das sehen. Und Mathematik war ich immer gut, beziehungsweise gut, nicht sehr gut, weil ich zu faul war zum Lernen, aber ich war gut. Also sehr gut eigentlich, wenn ich nicht faul wäre gewesen zu lernen. Und genau so ist es, was funktioniert. Das ist wie ein Feld, das strategisch ist. Und das ist, hat nicht funktioniert. Wir wollen uns das mal natürlich anschauen, was da jetzt sozusagen nicht geklappt hat und warum einfach es nicht funktioniert hat. Dazu habe ich mir dieses Video rausgenommen. Das ist eine Überschau. Das wir uns jetzt mal einfach ziehen. So. Ich habe ein bisschen Lautsprecher zum Beispiel auch an. Ich habe mir gedacht, ich mache noch das Video. Vielleicht klärt es sich dann auf, dass die Leute eigentlich machen. So, wir sehen hier. Die schießen. Ne? Alles super gemacht. Torwart hat super abgewehrt. Ich hoffe, man sieht mich jetzt. Ich hoffe, ich sehe mich. Ich muss es nachprüfen. Ja. Genau. Okay. Weiter geht's. So, und wir sehen hier ganz gut, dass, genau, jetzt schießen die. Boom. Der ist schon abgebläht, Ecke. Das sind so die wichtigsten. Und schon wieder versucht die deutsche Mannschaft. Also die versuchen was zu reißen, aber es geht, klappt nicht so hin, ne? Ja, und auch hier sehen wir, die haben es versucht, die haben wirklich gut gespielt. Das, wir sind keine schlechte Mannschaft, um Gottes Willen. Ne, man sieht ja viele Versuche, dann wieder mal wird versucht. Aber es haut halt nicht hin. Und wieso ist das so? Wieso haut das nicht hin? Ne? Gut, wir sind alles nur Menschen. Es gibt auch hier, kann man schon sehen, schlechte Tage, gute Tage. Mathematisch gesehen her, kann man das auch berechnen. Dieses Spiel hat nicht die Genauigkeit, die Pässe, das, all das ist nicht genau. Und dafür kann man den Spielern keine Verantwortung zuschieben oder die Schuld jetzt dazu geben. Das ist nun mal so. Wenn du im Sport bist, ich weiß noch ganz genau, wo ich in der Basketballmannschaft war. Da war ich sowieso die Niete, aber immerhin. Ich hatte, weil ich Niete, weil ich immer Angst hatte vom Ball, dass ich den Ball in die Fresse bekomme. Ne? Sonst hätte ich ja vernünftig gespielt. Aber nichtsdestotrotz habe ich selbst gemerkt, man kann manchmal manche Gegner nicht. Manche Gegner sind besser wie du. Und dann ist es nun mal so. Und dann kann man nur an sich arbeiten. Aber er hat wirklich alles versucht. Ja, ich sage jetzt Nummer 18. Man hat geschossen und auch hier Gomez versucht es einfach. Aber es wird halt direkt an Hand. Und dann ist es halt eben, wie wir sehen können, alles richtig gemacht. Ist alles richtig gemacht, aber halt, er hat es nicht lenken können, noch weiter in die Rechte, ne, mit Kopf, ich weiß noch, Basketball, und dann davor Fußball gespielt worden in der Jugendmannschaft, aber auch nicht lang, ganz kurz, weil Kopf, ich mag nicht so mit Kopf, Mann, also es ist immer so, Kopfschmerzen und so, also, aber trotzdem, du musst es lenken, ne, also wenn ich damals wollte, ich hab's, oh Gott, ich musste üben ohne Ende, ich habe in der Schulmannschaft immer nur Scheiße gemacht und vor allem Angst drauf, weil ich auf die Fresse den Ball bekommen habe. Weil wenn du mit dem Kopf, ist ja nicht, du musst ja mit deinen Stirn, nicht mit dem Kopf, nämlich Stirn und dann. Und das ist ja nicht einfach. Und wenn man Angst vor dem Ball hat, dann weicht man zurück, wenn er auf einen kommt. Und das ist gar nicht so einfach, wie die Leute denken. Ne? Die Zuschauer, ne? Wir meistens als Zuschauer, sagen, jammert man, ey, du warst Schluch, du hast nicht geschossen, ne? Das können die bestätigen, ne? Nicht wahr? Genau! Du Arsch, verdammtes Arschloch! Schieß doch ein Tor! Schieß! Ne? Und so wie die sich dann aufregen, so regen sich die Leute auf. Und so, warum machst du das nicht? Aber letztendlich ist das nicht einfach, weil man muss halt den Ball mit der Stirn in die richtige
Ja, also du musst da, man kann sich das so vorstellen ungefähr. Ja, also man muss ja in die Richtung lenken. Und das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja gar nicht so einfach. Und ich, als Anfänger, wo ich damals angefangen habe, habe also ich hunderte Fehler gemacht, bis ich überhaupt mal ein richtiges Stirngefühl hatte, um das richtig zu machen. Ne? Von daher sollten wir nicht urteilen über diese Spieler. Die haben wirklich, wie man hier sieht, machst du zweite, super gespielt. Und hier wird nochmal versucht. Aber halt eben, hier war die Möglichkeit vielleicht weiter zu passen. Der Nummer 18 und auch die, ich sag jetzt mit Absicht die Nummern, weil es einfach für mich ist. Oder hier ein Pass zu nehmen. Aber in diesem Moment bist du einfach nicht so. Du kommst nicht an, du kommst nicht auf die, du siehst ein Blicktunnel und du siehst das einfach nicht. Und von daher kann man keinen Vorwurf machen. Es wird oft über die deutsche Mannschaft Vorwürfe gemacht und wozu eigentlich? Ne? Man muss erstmal darauf gehen, auf dieses Feld und selber spielen. Ich sag ja, die Leute verstehen diese Logik nicht. Heute haben wir WM und wir werden Deutsche Meister oder wir spielen. Das ist dieses Kollektiv, was die Leute den Leuten eingetrichtert haben. Es ist nicht ein Wir, es sind die Spieler. Es ist die deutsche Mannschaft, die spielen tut. Aber die spielen nicht für uns, sondern die spielen ein Spiel. Und das muss man wirklich nüchtern betrachten. Es fällt vielen Menschen schwer. Aber wenn jemand sagt, du redest zu viel, dann finde ich das nicht beleidigend, wenn jemand sagt, sondern es ist nur ein Feedback und ich betrachte es nüchtern. Und genauso umgekehrt. Leider ist es meistens so, die Leute meistens kritisieren dich, aber wenn du sehr nüchtern bist und das nicht so und anders machst, dann sind die Leute gleich beleidigt und so. Ich sag einfach, ich bin mehr kommunikativ im Gespräch hier. Vielleicht liegt es einfach an der polnischen Ader. Doch, es liegt daran. 100%. So machen wir weiter. Ne? So, und jetzt ist es so. Macht sein Ding. Versucht es. Ne? Weiter geht's. Und wieder auch hier. Hier ist der Spieler nicht auf die Idee gekommen, vielleicht sich mal umzuschauen. Ne? Aber auch da muss man sagen, es ist ja nicht so einfach. Du hast nur 2, 3 Sekunden. Du kannst dich nicht umschauen. Du musst eingespielt sein. Du musst wissen, wo deine Leute sind. Und das muss alles klappen. Wenn das nicht geklappt hat, wenn sowieso ein scheiß Tag ist. Ne? Also auch alles. Er hat sich Mühe gegeben, hat wirklich sein Bestes gegeben. Auch hier wird nochmal, sehen wir. Ne? Und es ist halt eben ärgerlich. Und hier Südkorea. Boom. Ne? So, jetzt sind abseits. So, sehr interessant. Wir müssen ganz genau anschauen, und das Tor zählt. Ah, ne? So. Ja, und natürlich ist das Tor leer, weil wozu es noch spielen, wenn man verloren hat, ne? Also da war das auch sehr, sehr vernünftig vom Torwart. Warum? Man muss sich nicht ärgern, ne? Man muss sich nicht ärgern, man muss sich nicht nochmal, wenn du auf den Boden legst und der haut nochmal auf die Fresse und dann nochmal und dann, ja, ist ja gut, nochmal, bis du fast tot bist und gut, und dann muss man nicht noch mehr, ne? Komm, hau mir nochmal eine rein und so, ne? Und das muss man nicht machen. Also, es war ein schönes Spiel, von den kurzen Bildern konnte ich schon sehen, die haben sich Mühe gegeben, aber es hat nicht gelungen. Es hat nichts damit zu tun, dass sie nicht unbedingt eingespielt sind. Es ist einfach, vielleicht war der Tag schlecht, vielleicht war das und so. Man weiß nicht. Klar, gab es angeblich Chancen. Aber wie schon gesagt, es sind wir, nur Zuschauer. Wir können das am wenigsten bewerten. Sagen manche. Manche sagen, wir können es am meisten bewerten. Ich würde das gar nicht mal so betrachten. Für mein Fazit ist einfach,
Es ist immer einfach, als Zuschauer was zu bewerten, als wenn man selbst da drin spielt. Und wenn man selber drin spielen würde, dann ist das gar nicht so einfach mehr zu bewerten. Und gerade das fehlt mir in den Medien oder auch in unserer Gesellschaft, dass man einfach versucht, die Sichtweisen, mehrere Sichtweisen mal zu betrachten. Die Sichtweise des Trainers, die Sichtweise des Moderators mit einzubeziehen, die Sichtweise des Zuschauers, die Sichtweise der Spieler ist sehr, sehr enorm wichtig. Und all diese Punkte, die werden heutzutage einfach weggemacht, also einfach weggetuschiert, so als, ne, die haben mit Scheiß gespielt, wir haben verloren und so. Wir haben ja nicht verloren. Der geht nicht meine Arbeit machen. Der geht nicht in mein Callcenter und macht für mich die Arbeit. Das macht er nicht. Und ich werde auch für ihn in seinen Job machen, weil Fußball muss man Talent haben zum einen und auch viel trainieren. Und ich bin so faul, ich würde niemals machen. Selbst wenn er mir heute eine Chance geben würde und mir 5 Millionen geben würde, würde ich es nicht tun. Ich bin einfach zu faul, um zu laufen und so viel zu laufen. Das mache ich keine Lust. Ich trainiere jetzt noch für Marathonlauf, so einen kleinen so für Marathonlauf, aber auch nur als Spaßvogel, also nicht richtig so ernst, weil ich bin zu faul einfach. Ich jogge in der Woche nur 3-mal und ansonsten, ich bin halt einfach nicht so Sporttyp, ne? Aber trotzdem versuche ich zu trainieren, versuche meine Schultern auch gerade zu machen mit Gymnastik und so. Ne? Vielleicht, wenn es eine Motivation gibt, ne, trifft man hübsche Frauen, ne, die dann, oh, dann hast du eine Motivation vielleicht, die dich dann mitnehmen muss, wie auch immer, keine Ahnung. Hier reden wir mal lang, lieber viel und quatscht, aber das, so bin ich halt eben. Aber es ist nicht so schlimm. Fazit ist, ich kann sagen, es liegt nicht am Trainer, aber ich bin trotzdem da meine persönliche Ansicht, dass es vielleicht gut wäre, wenn ein neuer Trainer kommen würde, vielleicht hat er gewisse andere Strategien. Vielleicht würde die Strategien, wenn sie anders machen würden, ne, die Kette, es gibt ja immer so 4 hinten, manchmal an 3 vorne und dann 3, ne, eine Fußballmannschaft besteht ja immer aus, 4-4, dann 2, 11, korrigiert mich, ich glaube es waren 11, 10 Spieler, ne, 11 Spieler und ein Torwart, oh, sag ja, nimmst du nicht auch jetzt nicht so genau. Aber wie auch immer, vielleicht die Strategien müssen korrigiert werden. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Es ist einfach jetzt passiert und man soll sich nicht überlegen. Das Leben geht weiter. Die Möglichkeit, das besser zu machen, hat jetzt der Deutsche Bund, Fußballbund, oh Gott. Ja, da könnt ihr negative Kommentare, ich erlaube es euch, ich brauche es gar nicht erlauben, ihr könnt es ruhig machen, schreiben, ihr könnt mich lustig über mich machen, ist egal. Korrigiert mich einfach, alles was ich jetzt falsch sage, korrigiert mich und schreibt Kommentare, dann werde ich meine Videos in Zukunft detaillierter machen. Nee, werde ich nicht, aber vielleicht doch, wie auch immer. Okay, schreibt es einfach in die Kommentare. Aber wie auch immer, die Strategie, die muss korrigiert werden oder nicht korrigiert werden, das muss geschaut werden einfach. Und von daher, ja, das war's eigentlich schon. Und daher ist mein Fazit, die Leute, die jetzt dahinter stehen, die Leute, die Mannschaft an sich, der Trainer und auch der Deutsche Fußballbund und so weiter, all diese Leute werden bestimmt jetzt, gerade weil so was passiert ist, sich Strategien ausdenken. Sie werden bestimmt Pläne machen, wie es für die Zukunft ausgeht. Und ich weiß, dass die deutsche Mannschaft jetzt sich komplett in Zukunft neu aufstellen werden. Vielleicht werden wir in den nächsten 2 Jahren eine gute, neu definierte Mannschaft wieder bekommen, die wirklich auch dann auch wieder was reisen kann. Aber wie schon gesagt, man soll nicht urteilen, man soll die Leute nicht schlecht machen. Wie schon gesagt, was ich auch vorher erwähnt habe, man sollte oder muss man sogar dazu sagen, die Betrachtungsweise von verschiedenen Perspektiven haben. Und das wünsche ich mir auf der ganzen Welt. Ich wünsche mir, dass nicht nur im Sport, sondern in den Medien, im Strafrecht, im was weiß ich, im Zivilprozessrecht, im Schuldenrecht, im Privatrecht, im Sorgerecht, Familienrecht, egal wo. Das wünsche ich mir auf der ganzen Welt, dass die Sicht, also die Betrachtungsweise, etwas erweitert wird. Wir können nicht alles sehen, wir können nicht über alles perfekt urteilen. Manchmal gibt es Urteile, wo wir richtig, richtig zornig sein werden, aber dann
ist es wichtig, zusammenzugehen und das zu besprechen. Und einfach mal versuchen, sich die Fragen zu stellen, nicht heuchlerisch die Fragen, sondern wirklich aufrichtig, gewahrene Möglichkeit da, es besser zu machen. Gibt es Möglichkeiten, in der Zukunft etwas besser zu machen? Und wenn ja, mit welchen Kosten ist es verbunden? Lohnt es sich nicht? Oder auch wenn es sich nicht lohnt, hätten wir in Zukunft aber doch einen Nutzen ziehen können oder in Zukunft etwas, in Zukunft was ich beweisen werde, wenn es einfach was standhaft ist, was wirklich, kann man sagen, Nutzen ist immer so ein blöder Begriff. Ich will diesen Nutzen nicht, oder diesen Begriff des Nutzen, weißt? Diesen Nutzen. Einfach, was sich beweisen wird. Ja, mir fehlen einfach die Worte, aber das ist einfach, was sich beweisen wird, wo man sagen kann, auf diese Schiene, wo wir jetzt drauf gesprungen sind, da bleiben wir erst einmal. Ne? Da fahren wir, damit fahren wir gut. Damit fahren wir gut, damit können wir jetzt arbeiten. So, da sind die Worte wieder. Und genau daher wünsche ich mir, dass das auf dieser Welt die Menschen mehr, weil ich bin ein sehr naiver Mensch und das gebe ich auch ganz offen zu. Und ich schaue mir trotzdem durch die rosa-rote Brille, immer noch, leider. Und ich selbst bin immer froh, wenn mich Menschen umgeben, die schlauer sind wie ich, wirklich. Weil ich merke einfach, weil die Leute schlauer sind wie ich, gefällt mir das, weil ich von diesen Leuten lernen kann. Und als ich nur jung war, hat mich das verrückt gemacht. Aber irgendwie durch diesen Unfall, den ich dann hatte, durch diese Nahtoderfahrung auch, die ich hatte, und durch diese Träume, habe ich irgendwann bekommen, diese Schuldgefühle, dass man einfach nicht perfekt ist. Und dass man wirklich, dass im Endeffekt, wenn du den Weg des Lichtes gehst, und das ist ein verdammt schwieriger Weg, das ist nicht einfach für mich, dass man wirklich dennoch diese Einheit, dieses Licht, wenn man den anderen es gewähren lässt und wenn man selbst strahlen tut, dass man nur so sich entwickeln kann. Aber wenn man sich versperren tut, und das habe ich früher gemacht, dann bleibt man leider stehen. Und es tut niemandem gut, wenn man sich selbst versperrt. Weil dann bleibst du auch nicht nur auf der Strecke, egal ob es jetzt im Sport ist, was ich damit sagen will, zum Schluss einfach mein Fazit, auch wenn es jetzt wieder eine Predigt ist, lange, es geht einfach darum, dann bleibst du nicht nur auf der Strecke, dann tust du dir selbst nur weh. Weil was ist das Schönste im Leben, sich selbst zu entwickeln? Was heißt selbst? Sich weiterzuentwickeln, um die richtige Wortwahl hier zu treffen, um weiterzuentwickeln. Und das können wir nicht alleine. Wir brauchen dazu die Menschen. Ich bin froh, wenn mich andere kritisieren. Auch wenn es weh tut. Es tut immer weh. Und das ist biologisch der Ablauf. Und das ist normal. Das ist ja nicht so schlimm. Je nachdem, wie der eine dir etwas sagt. Aber trotzdem, es ist wichtig, die Person muss dir das sagen. Auch wenn es dir wehtut. Boom! Ne? Auch wenn er mir jetzt nicht einholt. So ungefähr. Natürlich, er darf das. Wenn es richtig, dann macht es keinen Sinn. Wie auch immer. Um einfach sich weiterzuentwickeln. Um einfach fortzuschreiten. Und das können wir nur mit Liebe und Licht. Und wahren Liebe und wahrem Licht. Und mit dieser Toleranz, dass wir auch selbst an uns arbeiten. Aber wenn ich das von dem anderen erwarte, dass er das tut, dann hoffe ich auch, dass die anderen das machen. Und dann wünsche ich mir das, ehrlich gesagt, weil das ist ja Wunschdenken. Aber ich will nicht auf irgendetwas pochen, sondern nur ein Wunsch. Und wenn er es selbst nicht tut, ist es okay. Denn ich habe ja nur einen Wunsch geäußert. Und wünschen darf man sich was, oder?
Und im Endeffekt, ein Wunsch kann niemanden verletzen. Ich hoffe es zumindest, dass es niemand verletzt. Weil die Menschen heutzutage sehr empfindlich sind. Und ich sehe es auch in verschiedenen Bereichen und so. Auch in den gewissen Themen sind die Menschen sehr, sehr empfindlich. Und man meint es nicht böse, aber in dem Moment verletzen sich die Leute. Und das ist traurig. Und mich macht das immer traurig, wenn Menschen sich streiten und einander verletzen. Weil das, was ich damals erlebt habe, in dieser auch diese Nahtoderfahrung, die ich hatte, da gab es das nicht. Es gab keinen Hass. Es gab diesen ganzen Hass nicht. Diese ganzen Missverständnisse. Und trotzdem bin ich Atheist geblieben, ne, obwohl ich das hatte. Vielleicht ist es das Gehirn, was es mir weiß gemacht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe die Mittel nicht, um das nachzuweisen. Ne, aber das ist wiederum ein anderes Thema, was du natürlich auch wiederum hier klicken kannst. Denn dieses Thema heißt Religion und gibt es einen Gott oder nicht? Vom Super-Atheist und Super-Agnostiker. Ciao Leute, ich weiß, dass Videos verwirren, aber mach's gut, ciao.